Ich finde es immer ganz wichtig, dass gerade wir auch als Praktiker ab und zu noch mal merken, wie man Schule auch sehen kann. Und gerade wenn man auch Schulleiter ist, dann geht es im Alltag so ein bisschen verloren, dass man unbeeinflusst und naiv auf bestimmte Dinge guckt. Und vielleicht komme ich sogar auf Ideen, die ich noch nie gehabt habe. Und das fände ich das Allertollste. Ich finde toll, dass wir eben so in einer Gruppe auch mit Lehramtsstudenten und Bildungswissenschaftlern zusammenarbeiten, also ein bisschen interdisziplinär. Und dass wir eben die Experten hier vor Ort haben, die wir befragen können. Ich habe selber hier an der Leuphana studiert, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich fand die Idee ganz spannend, dass wirklich Probleme aus der Praxis an die Studenten herangetragen werden und damit ein bisschen Realitätsnähe in das Studium kommt. Schulen und Uni müssen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das heißt, Schule und Uni müssen gegenseitig sich sagen, was erwarten wir voneinander. Und vor allem müssen Studentinnen und Studenten auch mal hören, was in Schule eigentlich wirklich passiert. Und eben nicht nur theoretisch hören, was passiert. Und wenn das alles zusammenkommt, dann können wir auch eine Menge voneinander profitieren. Ich finde die Zukunftstage wahnsinnig wichtig, weil da ja wirklich einfach kritisch drüber nachgedacht wird, wie das Bildungssystem aufgebaut ist, wie man da vielleicht was verändern könnte, was für tatsächliche aktuelle Probleme es in einer bestimmten Schule gibt. Zum einen ziehen die Studenten den Vorteil daraus, dass sie wirklich sich mit realen Situationen jetzt schon auseinandersetzen, mit denen sie später konfrontiert werden und einen Bezug sozusagen zur Arbeitswelt herstellen. Zum anderen profitieren aber auch ihre Praxispartner. Ich bin mit einem reellen Problem hierher gekommen und habe ein super engagiertes Seminar vorgefunden, das ganz tolle Lösungsansätze erarbeitet hat, welche wir Lehrer aus unserem beschränkten Blickwinkel und aus der Mühle heraus, in der wir stecken, so vielleicht in der Zeit nie gefunden hätten. Macht mir Spaß, die Arbeit hier. Zum einen finde ich es super motivierend, weil man dadurch wieder merkt, warum studiere ich das eigentlich, weil ich damit wirklich konkrete Probleme angehen kann und lösen kann. Was ich mir wünsche, wäre, dass wir in Kontakt bleiben mit dieser Praxis, mit den Praxispartnern. Ich nehme sehr viele Ansätze mit, wie ich mit dem Problem, das wir an unserer Schule haben, oder nicht nur an unserer Schule, es ist ein bundesweites Problem, wie wir damit umgehen können und sogar mit der Perspektive, dass eventuell ein Seminar an der Uni daraus entstehen wird, welches dieses Projekt weiterentwickeln wird.